Tag 1936 und ich heiße euch herzlich willkommen zum Finale vom Mount & Blade with Fire and Sword. Ja, ihr wisst ja bereits, warum wir das Ganze hier beenden müssen und ich wollte die Gelegenheit nutzen. Wir lagern uns hier noch ein bisschen hin und ich erzähle mal ein paar Takte, wie ich das Spiel an sich finde. Also zum einen ist es natürlich genial, diese riesige Abwechslung hier mit den Musketen, Granaten und so weiter. Das ist ganz gut, weil das auch ein Setting ist, was, wie ich finde, nicht wirklich verbraucht ist. Allerdings ist die Umsetzung des Spiels ein bisschen unschön. Also zum einen finde ich diese Übersichtskarte hier total lieblos gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist total lieblos einfach hingeknallt. Dann finde ich die neuen Lieder, die wenigen, die es gibt, die finde ich schön, die passen wunderbar zum Setting. Was ich aber wirklich, offen gesagt, scheiße finde, ist die Tatsache, dass so viele Musikstücke aus dem alten Mount & Blade übernommen wurden. Also ich denke mal so 80% der Lieder hier sind bekannte Lieder. Also bei einem so eingreifend neuen Setting, da hätte man auch wirklich neue Lieder machen sollen. Ja, die Story. Die Stories, die es hier gibt, das ist natürlich, dass es mehrere gibt, ist schön, aber zu Mount & Blade gehört keine Story für mich. Das hat das Spiel ein bisschen, ja, gestaucht, sag ich mal, weil entweder man kämpft hier die ganze Zeit oder man macht die Story. Und das ist einfach unschön. Ich will auch nicht in meiner Handlung irgendwie eingesperrt sein, weil wenn man hier einmal eine Story angefangen hat, das ist auch der Grund, warum wir das Let's Play beenden müssen. Wenn man hier einmal eine Story angefangen hat, dann kommt man da nicht mehr raus, dann darf man sich niemandem mehr anschließen, ist dazu gezwungen, diese Story zu machen. Und das ist einfach schade in meinen Augen, weil Mount & Blade einfach für mich schon immer pure Freiheit bedeutet hat, weil man hier tun und lassen konnte, was man wollte, seine eigene Geschichte machen. Und natürlich ist es auch schwierig, ein Spiel zu entwickeln auf der Basis einer Geschichte, wenn man hier die ganzen realen Orte sieht. Also ich hätte dann doch lieber gesagt, dieses ganze Setting hier hätte man in einen Calradia packen können. Calradia im Rausch der Jahrhunderte, sage ich mal. Aber so ist es nun mal geschehen. Dann natürlich die gravierenden Bugs. Ich meine, gut, Mount & Blade hatte schon immer ziemlich, ziemlich viele Bugs. Das muss man sagen, das war ein richtiges Bugfest schon immer gewesen. Aber dieses Spiel treibt es echt auf die Spitze. Weil hier so viele schlimme Dinge geschehen. Und dann gibt es noch einige neue Features, die eingebaut wurden, wie die Granaten, die finde ich schön. Und es gibt einige Features, die eingebaut wurden, die mag ich überhaupt nicht. Zum Beispiel diese Wildhüter und so. Weil wenn man zum Beispiel, wir hatten es ja schon erlebt, in Schweden hier geschlagen wird, dann braucht man ewig, um da wieder rauszukommen, wegen den ganzen Kundschaftern. Und das macht das Spiel einfach auch ein Stück weit kaputt und frustrierend. Schade auch, dass wir hier keine Gewerbe mehr bauen können, sondern nur noch mit Karawanen handeln können. Man hätte doch beides einbauen können, in meinen Augen. Aber gut, okay, müssen Sie ja selber wissen. Im Großen und Ganzen, ihr habt ja mitbekommen während des Let's Plays, was mich an diesem Spiel noch stört und was mich gefreut hat. Es gab einfach sehr viele Dinge, die hier reingewirkt haben. Ich denke, da war einfach Druck von der Publisher-Seite mit dabei. Denn ich kann mir sonst nicht erklären, warum Talewords ein Spiel wie Mount & Blade so dermaßen versaut rausbringt. Das ist für mich hier eigentlich fast sogar eine Alpha-Version noch, durch die ganzen Bugs und Fehler. Das Spiel ist jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Das Spiel ist ganz in Ordnung, aber Mount & Blade Robins war einfach um Längen besser. Und ich denke, damit hören wir jetzt auch auf hier mit dem Geschwätz über dieses Spiel. Es wird Zeit für meine Aktion, damit ihr endlich mal erfahrt, warum wir die ganzen Söldner sammeln. Denn wer trägt Schuld daran, dass ich während dieses Let's Plays so oft gefrustet war? Wer hat Schuld daran, dass wir in dieser unlösbaren Situation stecken? Wer hat mir Königsberg unterm Hintern weggezogen? Einfach so. Wer hat mich wieder und wieder verarscht, mich zu Quests geschickt, die ich erledigen sollte mit Versprechen, die er da nicht hielt? Wer ist eine Schande für die ganze polnische Nation? Es ist König Jan Kasimir, mit dem ich inzwischen mehr als nur eine Rechnung offen habe. Deshalb diese riesige Armee. Bevor ich dieses Land verlasse und zurückkehre nach Calradia mit dem bisschen Geld, was ich habe, will ich eine blutige Rache nehmen an dem polnischen König, den wir jetzt auch suchen werden. Ich will ihn vernichten. Wie ich das Spiel kenne, ist das wieder nicht möglich wegen der Story. Aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Wir schauen mal nach. Wäre natürlich toll, wenn das so klappt, wie ich es gern hätte. Uiuiui, hier wollen wir mich zur
Zahlung zwingen, ja? Nicht mit mir, ich habe eine Doppellauf, Freunde. Ich habe eine Doppellauf. Tja, ihr seid nicht mal zum Schuss gekommen, ne? So, noch wer fragen? Na, du wirst doch nicht abdrücken wollen. Weg! Husch! So, mein Freund. Ich denke, das war's. Ja. Jetzt gehen wir zur Festung. Die Tür ist verschlossen. Na, schönen Dank. Also brauchen wir doch irgendeinen polnischen Fürsten, der hier draußen sein Unwesen treibt. Aber das sollten wir doch eigentlich schaffen können. Irgendein Pole wird doch hier rumreiten, Mensch. Mal so gesprochen, wo sind die überhaupt alle? Weiß einer, wo das polnische Heer sich rumtreibt? Bei einer Burg können wir gucken, da haben wir ja keine Schulden gemacht in den Burgen, nur in den Städten. Komm mal raus, mein Freund, ich muss mit dir reden. Ich suche da jemanden, nämlich den König Jan Kasimir, Festung Bahre. Wird sich da wahrscheinlich hinter den Mauern verkrümelt haben. Wird ihn aber nichts nützen, irgendwann muss er rauskommen und dann holen wir ihn uns. Oder ist der auf dem Weg zur Festung Bar? Habe ich das jetzt nicht richtig gelesen? Das ist halt so, wenn man immer alles nur überfliegt, ne? Der ist bestimmt auf dem Weg zur Festung Bar. Könnte ich mir vorstellen. Aber wir werden nicht zulassen, dass er die Festung betritt. Ganz sicher nicht. Könntest du bitte wieder Tag machen? Bei Nacht ist es kacke zu sehen, ob der kommt. Da ist ja König Jan Kasimir und hat nicht mal viele Truppen. Es freut mich, euch wiederzusehen, Lord Peter. Mich freut es ebenfalls, König Jan Kasimir. Ich habe euch lange gesucht. Und wisst ihr warum? Weil es Zeit für Rache ist. Das geht euch nichts an, bereitet euch auf den Kampf vor. Ach, der zieht sich zurück, ja? Na dann, vorwärts, mein Herr, vorwärts! Holt mir den Kopf dieses elenden Schweines. Reitet, Männer, reitet! Oh, wie ich es genießen werde, mir den Kopf zu holen. Wo ist Jan Kasimir? Zeigt ihn mir. Ich will ihm eine Kugel reindrücken. Na, sind meine Truppen schon drin? Das tut mir aber leid. Au! Lol. Grrr, na wartet. Das gibt Rache. Ah, das war ein verdammt guter Schütze, ne? Der hat mich hier mit einem Schuss, hat er mich platt gemacht. Meine Schützen platzieren sich mal dort. Holt mir seinen Kopf. Holt ihn mir. Bringt mir den Kopf von Jan Kasimir. Schön säuberlich abgetrennt von seinem hässlichen Hals. Dieser Mistkerl, der hat mir alles verdorben. Er hat dieses ganze Let's Play boykottiert. Es ist mir so eine Genugtuung, ihn mit meiner riesigen Söldnerarmee jetzt zu killen. Ach, da habe ich wen getroffen, der mir gehört. Tja, kann schon mal vorkommen. Ah, was machst du? Einfach drauf Feuer, Männer.
Na, wie geht's euch, meine schönen Schützen? Ihr rückt mal ein bisschen weiter vor. Dann kriegt ihr vielleicht auch mal was in die Linse, ne? Och, da habe ich schon wieder einen eigenen getroffen. Na, sowas. Und das war's. Hoffentlich können wir den gefangen nehmen. Das wäre mir so eine Genugtuung. Ja, ihr seid mein Gefangener, mein Freund. Ihr seid mein Gefangener. Habt ihr irgendwas, das ich gebrauchen kann? Na, ich denke nicht. Wunderbar, jetzt haben wir es dem nochmal so richtig gezeigt. Nochmal befördern hier. Oh, diese tiefe Genugtuung, die ich jetzt habe, weil ich mir seinen Kopf geholt habe. Ich glaube, es reicht mir noch nicht. Wie wäre es, wenn wir ihm auch seine Festung nehmen würden? Wie voll ist die denn? Ah, wir probieren unser Glück mal. Wir haben zwar nur Söldner, aber... Los geht's. Probieren wir unser Glück und holen uns Festung Bare. Auf dass der König sehen möge, wie ich gelitten habe unter ihm. Vorwärts! Und passt sehr gut auf, dass ihr nicht erschossen werdet. Vorwärts, Männer, vorwärts. Mein Herr stürmt die Festung. Das klang schön. Was war denn das denn für ein cooler Schuss? Und weiter geht's. Diese handgemachte schwarze Rüstung ist echt schön. Dam da 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 dam da 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 dam. Was kam denn da von oben geflogen, hör mal? So. Ihr verdammten Schweine, ihr werdet leiden. So wie ich gelitten habe. Los, immer weiter. Meine Schützen sollen sich mal hier versammeln. Los, in Linie gehen, Männer. Na los, ihr tapferen Schützen. Immer schön draufhalten. Schleift König Jan Kasimir übrigens mal in Ketten hierher. Der soll sehen, was ich mit seiner Stadt bzw. seiner Festung mache. Möge er daran verzweifeln. Los, weiter! Mach dieses Pack fertig. Habt ihr mal Kugeln? Ach, ich brauche schon gar keine mehr. Das war's. Wir haben ihm alles genommen, was ihm vom Wert war. Nun besitzt ihr in eurem Namen Land, ohne eine Nation gebunden zu sein. Tja, so sieht das aus mit dem Rebellentum. Bringt mir nur nicht viel.
weil ich keine Fürsten groß sammeln kann und hier nach wie vor auch nichts groß vernichten kann. Aber wir haben dem König Jan Kasimir seine Festung genommen und wir haben ihn in Ketten und ich plane ihn mitzunehmen auf eine Schiffsreise und ihn dann über Bord zu werfen. Ich muss mein Schiff bekommen, also entschuldigt diesen übereilten Aufbruch, aber der Captain wartet nicht gern. Man sieht sich bei anderen Videos und Projekten wieder. Euer Lord Peter, der seine Rachelust gestillt hat.